Ich bin mir nicht so sicher, ob ich das Argument wirklich so hundertprozentig teile, was Sie gerade vorgetragen haben, denn mir ist das zu sehr schwarz und weiß. Also wir sind ja auch innerhalb der EU, wir haben Handel mit unseren EU-Partnern, mit vielen anderen Ländern und diese Freihandelsabkommen, die Sie genannt haben, übrigens CETA, wollen wir als CDU-CSU unbedingt auf die Tagesordnung des Deutschen Bundestages bringen. Das wird dauernd von der Ampel wieder runtergenommen, denn wir versprechen uns eben genau das, dass unter anderem auch diese Standards eingehalten werden und wir da zu einer besseren Verbindung kommen, was den Handel angeht. Aber Fakt ist doch, dass diese Abschottung uns doch gar nicht weiterbringt. Denn diese Abschottung, was ist, also Sie plädieren sozusagen für 100%. Ich habe ja nicht gesagt Abschottung, ich habe gesagt, wir brauchen, wenn überhaupt Ware importiert wird, dieselben Standards. Es kann doch nicht sein, dass wir jetzt allen Ernstes aus Südamerika Ware importieren, die mit Pflanzenschutzmitteln behandelt wurde, die bei uns seit 30 Jahren verboten sind, wo aus Argentinien Rindfleisch rüberkommt, was mit Wachstumshormonen gefüttert wird, was bei uns seit Jahren vollkommen zu Recht verboten ist, und dann auf Schiffe, die mit Schweröl hier rüberfahren und die Fleischware dort tiefkühl gelagert ist. Das ist genauso schwachsinnig wie LNG-Gas aus den USA hierher zu holen. Aber genau dafür sind doch diese Freihandelsabkommen da, dass man sich darüber verständigt, was sind die Standards. Ja, was machen Sie ja nicht? Das machen Sie als Politiker ja gar nicht. Ihnen sind die Standards vollkommen egal. Ich habe es ja gerade ausgeführt. Die EU sagt, Australien, ihr müsst Standards erfüllen wie unsere. Sagen, machen wir nicht. Trotzdem wird unterschrieben. CETA genau das Gleiche. Sie glauben doch nicht allen Ernstes, dass die kanadische Landwirtschaft genauso hochmodern und genauso professionell läuft und genauso nachhaltig wie bei uns. Das ist doch nicht ernst. Also Kanada ist schon auf einem sehr hohen Standard. Das auf einem sehr hohen, heißt ja nicht das Gleiche. Aber TTIP, gerade bei TTIP, als die Diskussion doch war, haben wir doch über Chlorhühnchen und so weiter gesprochen. Mhm. Da ging es um Standards. Deswegen dieses Argument, das teile ich nicht. Ja, das Standard ist nicht Teil der Freihandelsabkommen. Das ist traurig genug, weil wir sind ja in die Gerate. Ich bin ja selbst CDU-Mitglied, aber wir sind ja auch durch die CDU genau da reingekommen, weil man bewusst irgendwie hier bei uns ein Bullabü haben will, bei uns muss alles altes, schön Sonnenschein sein. Was woanders auf der Welt passiert, ist vollkommen egal. Das hat übrigens Julia Klöckner uns hier in Berlin gesagt. Aber das versaut deren Umwelt und deren Biodiversität. Hier wird doch nach... Ich muss es jetzt einfach mal sagen, wie es ist. Wie geht es den Bauern? Dreckig. Wir haben ein Höfesterben und ein Landwirtschaftssterben. Wir reden hier von Familien. Wir reden von Familien, die seit Generationen das machen, was für Frieden und Wohlstand seit Hunderten von Jahren gilt. Und jeden Tag sterben Dutzende Betriebe, selbst Milchviehbetriebe. Und wir haben übrigens einen Mangel gerade an Milchvieh. 6 Milchviehbetriebe machen jeden Tag die Bude zu. Und es muss uns klar sein, anders als bei Kohlekraftwerken, die wir jetzt ja verzweifelt versuchen, wieder ans Netz zu bringen, macht ein landwirtschaftlicher Betrieb zu, macht er nie wieder auf. Und dann stehen wir irgendwann da. Und wir sehen ja natürlich, das Wetter verändert sich total. Wir sehen das bei uns auch. Und das ist in anderen Weltteilen genauso. Wollen wir uns wirklich in der Abhängigkeit begeben von irgendwelchen Diktatoren, von Herrschern wie Herrn Bolsonaro, der übrigens im letzten Monat mehr Regenwald abgeholzt hat als jemals zuvor? Warum denn wohl? Damit er stellt sich schon auf ein, dass er irgendwann einspringt und uns unseren Job ja faktisch wegnimmt. Das macht die Politik, um uns dann zu ersetzen.